Herzlich willkommen zur zweiten Folge auf der Karte und spielen Team Delays to D. Wir graben erstmal nicht weiter. Hier ist noch eine Kiste gewesen, die ich gesehen habe. Und den Raum mal finden. Muss eigentlich hier eine Kiste sein. Also da schauen wir dann gleich nach. Tatsächlich, ich habe die gesehen. Na ja, gut. Super Fund. Sei nur. Also, bin enttäuscht. Verfaultes Fleisch. Ich dachte, da wäre schon was Besonderes, aber na gut. Oh, nee, mein gutes Gebraten. Das so, was haben wir hier? Samen, den haben wir da gefunden. Munition, Schrott, Kleber, Honig, Wasser. Wasser ging mal hier rein und Honig auch. Honig oder na, Honig nicht. Wasser kommt woanders rein. Genau. Ja, wollen wir Gelegenheit voll machen. Tabletten, Klebeband. Dosen. Muss kurz überlegen. Fasern. Die legen wir da hoch. Damit wir das da rüberlegen können. Bretter nehmen wir raus. Und dafür. Nehmen wir das raus. Mal schauen, ob ich das herstellen kann. Stofffesten war eine andere Kiste. Draußen. Dann werden wir mal ganz kurz was herstellen, und zwar Klebeband. Fertigen. Dann das Naturkit. Das können wir auch schon herstellen, dreimal. Das ist gut. Denn wir haben hier einiges separieren, vor allen Dingen unsere Axt und unsere Picke. So, dann gucken wir ganz kurz nach, wie unsere Vitalwerte sind. Nahrung ist. Aufwärts bedeuten, also man kann schon mal was essen, ne? Bevor das Fleisch da kommt. Genau. Dann werden wir unsere Axt reparieren. Und unsere Picke. Gut, das hätten wir soweit. Der ist noch okay. Das werden wir ins Feuer legen. So später mal anmachen, ne? Beziehungsweise wir können da jetzt noch einschmelzen. Und zwar als eine Reserve. Bisschen Schrott.
3. Messing. Metall. Kohle. Biel. Fell. Nägel brauchen wir noch irgendwann. Kleber. So, ansonsten. Hier hätten wir jetzt nichts zum Einschmelzen. Ich habe das an der Einstellung gedreht, um mögliche Unterbrechungen in der Aufnahme zu verhindern. Ich hoffe mal, dass letzte Folge nicht so extrem war. Wenn doch, bitte das entschuldigen. Das Spiel braucht doch verdammt viele Ressourcen. Oh, schon durch. Gucken wir durch. Da haben wir noch was. Die Nägel haben wir anders auch schon. So haben wir jetzt keine weiteren Dinge einzuschmelzen. Lebende Erde, ja. Kann man machen, ne? Honig. Dann können wir das auch wieder zurücklegen. Durchgucken. Könnten wir alle zerlegen, aber aktuell lange Teile ist nicht. Messbecher. Ja, ich daran denke. So, nächste Ding. Messing. Eisen. Ist ja wichtig, dass wir was rausbekommen, was wir ja, aber ja. Aktuell das ist noch Level. Was brauche ich drinne? Das heben wir auf, das brauchen wir noch eines Tages. Da müssen wir noch lernen. Knochen kommen dann da rein. Stein. Den können wir eigentlich verbrennen. Na so, bei der nächsten Einschmelzen. Vielleicht haben wir oben noch was. Da wird es dunkel draußen. So, zum Einschmelzen ist hier vorne nichts. Die Federn. Gut, dann brauchen wir gleich später so einen Waffen bauen. Hier haben wir auch nichts dabei. Die Dosen können wir mitnehmen für unten. Können wir Feuerwehr sehen. Was haben wir hier Schönes? Eine Batterie, ein bisschen Kohle, Fasern, Saatgut, Antibiotika. Na, hier haben wir auch nichts bei.
komplett nach unten auch, immer runter. Das muss ich mal sehen, was man brauchen kann. Hier war nichts bei. Und da auch nichts. Das war der Schlafsack. Man weiß ja nie, ne? Das schmelzen wir ein. Das können wir gebrauchen für Stahl später, damit wir alles fertig können. So, für draußen ist das zu spät. Das ist vorbei. Dann gehen wir unser Loch. Schau mal, oh Mist. Das Loch ist gut, das ist dunkel. Wo ich mal gucken kann, ne? Auch viel XP. Das ist Wahnsinn, aber gut. Aber im Dunkeln soll man nicht rausgehen, ne? Ich glaube, in 2 Tagen ist Blutmond. Bis dahin muss ich ja, irgendwas erfunden haben, ne? Im Grunde müsste ich von vorne anfangen. Weil, na gut, aber wie gesagt, ist ja so, wenn man was komplett neu anfängt. Man hat von nichts eine Ahnung. Ja. Stein wäre nicht schlecht, ne? Gut. Dann nehmen wir mal. Ein paar Steine suchen. So ein paar Dinge ausmacht, ne? Mal gucken mal ganz kurz. Ne, das ist Quatsch. Wir wollten noch nach der Fackel suchen. Und schon haben wir Licht. Wie gesagt, draußen ist es zu gefährlich und dunkel, man sowieso nichts. Und wir schauen mal, dass wir Richtung Kohle und Eisen kommen, wo wir gefahrlos unsere Ressourcen abbauen können. Vielleicht können wir uns auch hier unten im Vergraben, bauen wir noch eine Tür ein. Hier ist grün. Das ist komisch. Aber staubig.
Sehr staubig. Ihr müsst nach Kompass gehen, nach Richtung, eine Richtung gehen und nicht mehr irgendwo im Kreis laufen, ne? Natürlich wäre eine Eisenschaufel oder eine Stahlschaufel besser. Habe auch keine gefunden, muss man dazu sagen. Leider. Dann habe ich gedacht, wieder kaputt. Jo, so packen wir uns vor, ne? Also Fleischprobleme haben wir keine. Wir müssen nur irgendwie was finden, wie wir die Schweine kostengünstig erledigen können. Weil Schussgebrauch sind ungünstig, aber Wahnsinn. Aber eine Ebene ist schon. Und damit wegnehmen. Na. Nicht schlecht, ne? Wir müssen bei Gelegenheit mehr Fackel machen. Oh, 10 Uhr. Ja, Türen umgekehrt zu. Aber die Türen hält eh keiner auf, wenn die kommen. Sein. Man sieht nichts, ne? Schon wieder Hunger. Das ist der Wahnsinn. Ich muss ein bisschen nach links gehen. Ich weiß ja auch nicht genau, wie hoch es überhaupt ist. Das ist natürlich jetzt ungünstig, wenn ich noch weit nach oben gehe, dass ich plötzlich draußen bin. Ne? Ja, ich grab so gerne, aber nicht unbedingt gerne. Aber. Ich will ja meine Kohle haben und mein Eisen vor allen Dingen. Sonst brauchen wir die eher nicht raustragen.
Die Geräusche hier, ne? So, Fackel, wo bist du? Da. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ja, okay, sehen wir es auch nicht, ne? So können wir auch leveln. Aber der dauert lange mal nicht. Aber das ist so, nachts ist ein Problem, ne? So, Lüfer, das soll es heute gewesen sein. Ich muss eher noch weiter graben. Füße und den Winkel, schau. Ich mache ein bisschen weiter und dann morgen früh sehen wir, dass wir dafür wieder was erkunden können. Ne? Tschüss und danke fürs Reinschauen.